Ich sitz da. Hab das Arsen in der Hand. Und du? Ich sitze auch da. Ich bring mich jetzt um, ich lege auf. Nein, leg doch nicht auf. Rauchst du? Ich lasse gerade ausgehen. Komm, wir rauchen noch eine. Okay. Meinst du, das Versehen ist noch gut? Kannst du einfach so weiterleben? Ich weiß nicht. Einfach so? Wahrscheinlich nicht. Dann bring die doch auch um. Ich nehme das Arsen und du schneidest dir die Pulsadern auf. Das ist alles ein Verrat. Ich verstehe das nicht. Ich kenne den Flug, Anna. Ich komme zu dir. Nein. Anna. Sag was. Ich kann nicht. Anna. Gib dir noch ein bisschen Zeit. Ich bin so schwer. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Hast du was von Joachim gehört? Nein. Du hast mir einen Gefallen, Anna. Bitte stell das Fläschchen auf den Tisch, ja? Hallo alle. So, das war jetzt die erste Szene von einem, ja, von einem meiner Lieblingsfilme. Nämlich Die Unberührbare mit Hannelore Elsner. Und in dieser ersten Szene wird eigentlich schon deutlich, worum es geht. Ja, Hannelore Elsner spielt nämlich Gisela Elsner. Hieß sie, glaube ich, ja. In dem Film heißt sie natürlich anders, ja. Aber in Wirklichkeit spielt sie Gisela Elsner, was nämlich auch die Mutter von demjenigen ist, der den Film gemacht hat, ja. Also ist gewissermaßen auch ein autobiografischer Film, weil er kommt auch selber in dem Film vor. Also es gibt jemand, der eben den Sohn spielt auch. Und ja, wie ihr gesehen habt, geht es praktisch darum, dass diese Dame da sehr desillusioniert ist, sehr, im Prinzip ist sie am Boden zerstört, weil die Mauer gefallen ist. Und ich kann mich da sehr gut identifizieren, ja, also ich habe mich natürlich gefreut, als die Mauer gefallen ist, aber meine Mutter, die ja auch, sagen wir mal, nicht nur ein normales Parteimitglied, sondern durchaus, kann man sagen, ein Funktionär, ja, also etwas, ja, höherrangiges sozusagen in der kommunistischen Partei war, aber es war nicht die Kommunistische Partei im Osten, es war eben die Kommunistische Partei im Westen. Und also sie wäre nie auf die Idee gekommen, in Osten zu ziehen, ja. Aber war sie dann natürlich trotzdem erstmal ein paar Monate depressiv, als die Mauer gefallen ist, ja.
sozusagen, ja, ihr Weltbild zusammengebrochen. Ja, da war sie aber eigentlich die Einzige. Ja, die Einzige, die traurig war. Ja. Sie, also meine Mutter und Gisela Elsner. Und Hannelore Elsner spielt das super, ja. Ja, im Englischen heißt der Film No Place to Go. Also, sie hat keinen Ort mehr irgendwie, um hinzugehen. Ja? Also ihre Welt ist zusammengebrochen. Obwohl sie natürlich genauso wie meine Mutter nie auf die Idee kommen würde, oder auf die Idee gekommen wäre, tatsächlich in der DDR zu leben. Ja? Sie hat sich eben nur immer von den Parteibonzen in der DDR eben unterstützen lassen und da ihre Romane geschrieben, ja, also sie war eine sehr linke Schriftstellerin, ja, und ich will gar nicht so viel erzählen, ich will keine Spoiler oder so vorwegnehmen, es ist ein sehr ergreifender Film eigentlich, der eben ja, die Situation ist von damals sehr gut wiedergibt, und zwar die Situation von den Leuten, die jetzt quasi im Westen sozusagen, ja, von den Kommunisten, die im Westen gelebt haben und die quasi Verbindungen in die DDR hatten. Ja. Die haben sich so gefühlt, wie es eben Hannelore Elsner quasi in dem Film darstellt. Ja. Für die ist er quasi eine Welt zusammengebrochen und Hannelore Elsner zeigt das sehr sehr anschaulich, ja. Guckt euch den Film an, ich werde natürlich nicht den ganzen Film hochladen. Ich glaube, gibt es bestimmt noch auf Amazon oder so, ja. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn vielleicht sogar verlinken. Guckt in die Beschreibung. Aber legal verlinken, ja, werdet ihn schon kaufen müssen, wenn es ihn noch gibt. Ich hoffe, es gibt ihn überhaupt noch. Ja, der Film ist nicht sehr bekannt, leider, zu Unrecht. Ja. Ich finde, es ist einfach, ja, Hannelore Elsner ist eine super Schauspielerin, und sie spielt das eben wirklich gut. Ja. Die ganze Mimik und Gestik ist wirklich wie damals sozusagen, ja. Ich zeige euch jetzt noch den Trailer. Achso, und der Grund, warum ich das natürlich jetzt euch überhaupt zeige, ist, weil es ist ja bald Tag der Deutschen Einheit, beziehungsweise am Tag der Deutschen Einheit werde ich auch noch ein Video machen. Ja? Aber jetzt erstmal der Trailer. Die Wahrheit ist, dass ich keinen Traum mehr habe. Ich habe an Lenin geglaubt. Wenn ich jetzt zugeben müsste, dass Lenin nicht recht hatte, sondern dieser schmarotzerische Pöbel, der sich hier breit macht, dann hat das Leben keinen Sinn mehr für mich. Es war vielleicht keine so gute Idee, dass ich aufgetaucht bin. Was hast du denn erwartet? Ich weiß, man soll am besten gar nichts von irgendjemandem noch erwarten. Ich bin so schwer. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Hör zu, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, okay? Frag mich das nie wieder. Du siehst sehr traurig aus, Hannah. Gibt es die Angst, menschlich und oder literarisch zu scheitern? Ich habe doch keine Chance. Ich habe doch überhaupt keine Chance.